Yes, guten Morgen, auch von meiner Seite. Marc hat mich schon sehr gut anmoderiert. Ich bin der Gemeindepraktikant hier in der Ekklesia und ich freue mich sehr, heute predigen zu dürfen. Ich bin auch sehr dankbar, dass Pastor Marc mir die Gelegenheit gegeben hat, die Chance gegeben hat, mich heute predigen zu dürfen und mich ein bisschen zu beweisen. Es ist meine erste Predigt hier im großen Gottesdienst und bin sehr gespannt, wie das heute läuft. Wir feiern heute den letzten Sonntag im Monat April. Und deshalb darf ich heute mit meiner Predigt den Schlusspunkt setzen zu unserer Predigtserie Daniel Dilemma. Ich weiß nicht, wie es euch ging mit dieser Serie. Ich fand die Predigtserie richtig wertvoll, richtig gut und vor allem sehr, sehr passend zu unserer Zeit. Und deshalb auch für jeden von uns, glaube ich, etwas dabei gewesen, wo wir uns was mitnehmen konnten, wo wir uns von dem Daniel aus der Bibel, etwas abschauen konnten. Er uns ein Vorbild war. Von Daniel, seinem Charakter, seinem Lebensstil, können wir unglaublich viel lernen. Als Teenager wird Daniel nach Babylon verschleppt, das war ein Weltreich zur Zeit Daniels, und er lebt dort im Exil am Hof des Königs. Das Besondere an Daniel ist, dass er sein Leben in ganz enger Beziehung mit Gott lebt. Das lesen wir im gesamten Buch Daniel und bekommen wir da ganz besonders mit. Und er lebt diesen Glauben, er lebt sein Leben in enger Beziehung zu Gott mitten in einer gottfeindlichen Kultur. Die Umstände, in denen er leben muss, die sind ohne Zweifel herausfordernd für sein Glauben und deshalb auch für sein ganzes Leben. Denn sein ganzes Leben dreht sich um sein Glauben an Gott. Er will sein Leben nach Gottes Geboten leben und er weigert sich konsequent jedes Mal, weil das haben wir auch in den letzten Predigten gehört, er weigert sich konsequent, etwas anderes anzubeten, ein anderes Lebensziel zu führen, als den für Gott, für den Gott aus dem Alten Testament, Gott Jahwe. An Daniels Erfahrungen sehen wir auch, dass Anbetung viel mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis. Auch wir als Gemeinde, als Ekklesia, wir singen Gott zu, wir beten ihn an, das haben wir heute schon getan. Aber wir sehen bei Daniel, Anbetung sind nicht nur Worte oder Lieder, bei ihm geht es um den Lebensstil. Der Lebensstil, den Daniel lebt, ist Anbetung. Daniel lebte für Gott und auch wir als Gemeinde, wir als Christen, wir leben für und wir leben mit Gott. Und deshalb stellt sich auch uns die Frage heute, nach welchen Maßstäben leben wir unser Leben? Leben wir nach göttlichen, nach festen göttlichen Prinzipien? Ich glaube, Gottes Wille ist, dass wir zulassen, dass er der Gott in unserem Leben ist, genauso wie es für Daniel war, in einer gottfeindlichen Kultur. Und dass wir auch in unserer Kultur heute, in dem, wo wir jetzt gerade leben, dass wir unser Leben an ihm und an seinem Wort der Bibel ausrichten. Wir sehen auch im gesamten Buch Daniel, dass Gott die Treue, die Daniel hat zu ihm und dass er sein Leben standhaft lebt für Gott, dass Gott das belohnt, dass er das segnet, was Daniel tut und dass er sich bei allem, was Daniel anpackt, was er in die Hand nimmt, dass er sich als mächtiger Gott an seiner Seite erweist. In den vergangenen drei Predigten spielte sich das Geschehen innerhalb der Regierungszeit von König Nebukadnezar ab. Das war auch der König, der Israel erobert hatte, der auch Daniel und seine Freunde dann mit nach Babylon genommen hatte, der sie ins Exil gebracht hat an den Königshof. Und unter Nebukadnezars Herrschaft wird Daniel zum Oberhaupt über alle klugen Männer, über alle Weisen, über alle Magier und Leute, die so die Ratgeber sind von dem König, der in Babel ist, also von der Hauptstadt Babel, die Hauptstadt von Babylon, da wird Daniel Oberhaupt. Und in unserem heutigen Predigtext, das ist Daniel 5, also Daniel Kapitel 5, könnt ihr sehr gerne mit aufschlagen, da erfahren wir, dass König Belsazar mittlerweile an der Macht ist. Und Belsazar ist ein Enkel Nebukadnezars, das können wir auch in Jeremia 27, Vers 7 nachlesen, falls ihr das prüfen wollt. Und der wird im weiteren Verlauf noch wichtig werden, also diese Beziehung zwischen Nebukadnezar und Belsazar, sein Enkel. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wir starten rein in Daniel Kapitel 5, die Verse 1 bis 6, ihr könnt sehr gerne mitlesen. Eines Tages, als Belsazar König von Babylonien war, gab er ein großes Fest für die 1000 führenden Männer seines Reiches. Der Wein floss in Strömen. Im Rausch ließ Belsazar die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vorgänger Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken, er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsazar die Hand sah,
wurde er vor Schreck kreidebleich. Er sackte in sich zusammen und begann am ganzen Leib zu zittern. Also König Belsazar, er feiert mit den Fürsten, mit den Statthaltern, mit den größten so Politikern seines Landes ein großes Fest und sie trinken dabei viel Alkohol. Ich bin mir sicher, sie sind betrunken. Das sagt auch die Bibel, sie sind im Rausch. Können wir uns so vorstellen, als würde unser Bundeskanzler Olaf Scholz den Bundestag einladen und sie würden zusammen eine große Fete feiern, das würde so richtig zur Sache gehen. Das haben sie damals gemacht, um das mal heute zu übertragen. Und als König hat ja auch Belsazar eine Führungsfunktion, das hat deshalb auch eine Vorbildfunktion. Wir kennen vielleicht den Satz, führen durch Vorbild. Und deshalb lässt auch Belsazar sich nicht lumpen und er ist im Rausch, er säuft in Mengen. Und in diesem Rausch befiehlt er seinen Dienern, die Tempelgeräte zu holen, die Nebukadnezar, der König Nebukadnezar, also sein Großvater, bei der erfolgreichen Eroberung Israels mitgebracht hatte, nach Babylon, aus Jerusalem, aus dem Tempel. Und diese wertvollen Gefäße, diese Gefäße aus Gold, aus Silber, wie wir lesen, die sind Gott geweiht, die sind für den Tempelgebrauch bestimmt, damit wurde Gott Opfer gebracht. Und die lässt er holen und alle sollen daraus weiter saufen, seine Gäste, seine Frauen, seine Nebenfrauen. Und schon allein damit entehren sie diese Gefäße und damit entehren sie auch Gott, weil sie sein Eigentum, das was ihm geweiht wurde, was ihm gehört, entehren für ihre Sauferei. Doch nicht nur das, sie gehen auch weiter, sie trinken aus Gottes heiligen Bechern und besingen dabei ihre babylonischen Götter. Der Hinweis, dass diese Götter aus Silber, Gold, Stein, Holz sind, das zeigt die Lebendigkeit, diese Existenz dieser Götter. Sie sind tot, wir wissen, nur unser Gott Jahwe. Wie im ersten Teil der Bibel geschrieben wird, er allein ist der wahre und lebendige Gott des Universums. Als dieses Gelager dann also trinkt und ihren Lobpreis macht für ihre Götter, da wird Gott aktiv. Und Gott lässt sich nicht spotten und er wählt mit voller Absicht gerade diesen Zeitpunkt aus, um zu Belsazar zu sprechen, um in sein Leben hineinzureden. Durch diese Handschrift, durch diese Schrift an der Wand. Aus dem Nichts erscheint diese Wand und sie schreibt etwas an die Wand und Belsazar ist zutiefst geschockt, er bekommt eine Panikattacke, ich denke, das können wir verstehen. Und er hat direkt gecheckt, okay, das ist etwas Übernatürliches, es muss irgendwas Göttliches sein, irgendein Gott redet zu mir. Und er hat gemerkt, das ist irgendwas Heftiges. Und deshalb sofort lässt er alle seine Wahrsager und Maria und Leute, die er hat, die ihn beraten können, lässt er kommen, um ihm zu sagen, was steht dort an dieser Wand? Ich will das wissen, ich habe Angst. Und keiner kann ihm weiterhelfen, bis dann seine Mutter zu ihm sagt, hey, und ihm vorschlägt, ey, hol doch mal den Daniel. Ich glaube, sie sagt das, weil sie sich daran erinnert, dass Daniel schon seinem Großvater einige Dienste geleistet hat, ihm nützlich war, wenn es darum ging, göttliche Botschaften zu übersetzen oder ihm zu sagen, was das bedeuten soll. Und als seine Mutter ihm das sagt, da lässt Belsazar Daniel holen. Und Daniel ist fähig, das weiß er schon von vornherein, und er ist bereit, Belsazar mitzuteilen, endlich, was da an der Wand steht. Und Daniel holt in seiner Rede etwas aus und er fängt bei Nebukadnezar an. Deshalb habe ich gesagt, es ist wichtig, dass Belsazar seinen Großvater kannte. Denn auch Nebukadnezar, den hatte Gott schon gestraft in seinem Leben. Und Nebukadnezar wurde wahnsinnig, er war wie ein Tier und hat da Gras gefressen, das lesen wir. Und er hat das getan, bis Nebukadnezar erkannte, dass Gott, unser Gott, der allein wahre Gott ist und nicht Nebukadnezar Gott ist. Weil das gleiche Problem, das Nebukadnezar hatte, das hatte auch Belsazar. Und das ist bei beiden, wir lesen in der Bibel Hochmut, kann man auch mit Überheblichkeit übersetzen. Das heißt, beide denken, sie sehen Gott, sie sehen sich schon fast auf einer Stufe mit Gott und denken, boah, ich kann alles, ich bin alles, ich habe alle Macht und ich bin der Beste. Und während Nebukadnezar zu Lebzeiten noch von dieser Denkweise umkehrt und sich zu Gott bekehrt, ist das bei Belsazar anders. Und deshalb sagt Daniel ihm auch Folgendes von Gott. Vers 23, Daniel 5, Vers 23, du hast dich über den Herrn des Himmels gestellt und dir die heiligen Gefäße holen lassen, die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern, mit deinen Frauen und Nebenfrauen Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götzen weder sehen noch hören, sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren.
Ab Vers 25 lesen wir dann weiter, dass Daniel dann erklärt, was diese Schrift jetzt zu bedeuten hat, die an der Wand steht. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Und genauso geschieht es. Noch in derselben Nacht wird Belsazar umgebracht und sein Reich fällt an die Meder und Perser, das nächste Weltreich. Ich bin der Meinung, diese Begebenheit und vor allem diese Botschaft, die Gott an diese Wand schreibt, da sind auch Botschaften für uns heute mit drin. Und da stecken Botschaften drin, die sind ewig gültig und wichtig für uns heute. Deshalb mein erster Punkt heute, Mene, Gott hat deine Tage gezählt. Gott hält alles in seiner Hand. Er hat das Universum, die Erde, aber auch dich und dein Leben, auch mein Leben, in seiner Hand. Und für uns, die wir zu Gott gehören, ist das etwas Tröstliches, etwas Schönes. Egal was passiert in meinem Leben und um mich herum, ich weiß, Gott steht souverän über allem. Er sieht mich und er trifft die richtigen Entscheidungen in seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit. Gott allein weiß, wann unser Leben hier auf der Erde vorbei ist und er weiß auch, wann unser letzter Atemzug sein wird. Und in Anbetracht dieser Information, die für uns alle, glaube ich, ersichtlich ist, stellt sich mir die Frage, gibt es eine größere Motivation als den Tod? Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf dieser Erde leben werden. Auch wir wissen, unsere Tage sind gezählt. Und auch wir haben Warnungen, wenn wir es so wollen, um uns herum. Menschen sterben und zeigen uns damit, das Leben ist endlich. Und dieser Appell ist gleichzeitig da an uns. Nutze das Leben, das du noch hast. Lebe dein Leben jetzt zu Gottes Ehre. Und Belsazar ist das absolute Negativbeispiel hier in unserer Story heute. Er hatte seinen Großvater als Warnung und er hat nicht darauf gehört. Er hat irgendwelche toten Götter geehrt, die es gar nicht gibt, die aus Stein, aus Holz sind, statt den einzig wahren Gott, den sein Großvater kannte. Und wir finden in der Bibel relativ wenige Informationen im Verhältnis jetzt zu unserem Leben in der Ewigkeit, im Himmel, wenn wir Gott sein werden. Und im Verhältnis viel, viel mehr Anweisungen, viel, viel mehr Informationen zu unserem Leben hier auf der Erde, wie wir hier leben dürfen. Und ja, wir haben als Christen die Perspektive Ewigkeit und wir erwarten mit Freude, dass Jesus auf diese Erde zurückkommt und dass wir bei ihm sein werden. Aber unser Leben, das was jetzt ist, das ist jetzt. Unser Leben ist jetzt. Jetzt entscheidest du, was du tust, weil du morgen vielleicht gar nicht mehr hier bist. Und ich sage das nicht, um uns Angst zu machen, denn wir brauchen als Christen davor keine Angst zu haben. Ich sage das, weil es die Realität ist und weil uns diese Realität zum Handeln bringt und zum Handeln motiviert. Stell dir vor, ein Engel des Herrn kommt zu dir und sagt dir, du hast nur noch 30 Tage zu leben. Wenn ich weiß, mir bleiben nur noch 30 Tage zu leben, dann gehe ich ganz anders mit meinem Leben um, als wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, ist ja noch hin. Ich bin 22, ich denke mir schon manchmal, ja komm, ist ja noch hin. Aber wenn ich weiß, okay, ich habe nur noch eine bestimmte Zeit zu leben, dann sind meine Prioritäten auf einmal ganz anders. Wenn ich dieses Gedankenexperiment durchgehe, dann sind meine Prioritäten ein bisschen auf den Kopf gestellt. Mir geht es auf einmal nicht mehr darum, jetzt noch ganz viel Kohle zu scheffeln. Mir geht es nicht mehr um irgendwelche Ziele, die ich mal irgendwann mal mir gestellt habe, die ich mir gesteckt habe, zu erreichen. Wenn ich ganz kurz lebe, dann geht es mir, glaube ich, am meisten darum, Frieden zu schließen mit anderen Menschen zum Beispiel. Dann werde ich mir bewusst, okay, was ist in meinem Leben wirklich wichtig? Für mich als Christen ist es, glaube ich, am wichtigsten, noch so vielen Menschen wie möglich in meinem Leben zu erzählen, wer Jesus ist und was er getan hat auf dieser Erde und warum er gekommen ist. Ich glaube, für mich ist es am wichtigsten, die rettende Botschaft den Menschen zu erzählen, zu verkünden, die es noch nicht gehört haben von mir. Jesus Christus ist gestorben, um die Schuld, die wir auf uns geladen haben, zu bezahlen am Kreuz. Ich glaube, da würdest du deinen Freunden, deinen Verwandten genau das sagen. Glaubt an Jesus Christus. Glaubt, damit ihr auch in der Ewigkeit mit ihm zusammen leben könnt und damit wir uns wiedersehen werden. Deshalb lasst uns vielleicht heute Morgen die Entscheidung treffen, unsere Prioritäten neu auszurichten. Welche Dinge zählen wirklich? Was ist im Leben wirklich wichtig? Und ich habe bereits gesagt, Gott hat uns einiges zu sagen in der Bibel, in seinem Wort, zu unserem Jetzt. Und ich möchte euch einen für mich sehr aufschlussreichen, sozusagen Jetzt-Vers mit euch teilen, der in 1. Petrus 3, Vers 10 bis 11 steht.
Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er sucht den Frieden und jage ihm nach. Das bedeutet zum Beispiel ein Leben nach Gottes Maßstaben im Jetzt, um zu seiner Ehre zu leben. Wir wollen nicht Belsazar nachmachen, ihm nacheifern und Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie Gott nicht gefallen, dass sie ihn nicht ehren und auch uns nicht gut tun. Stattdessen wollen wir Gutes aussprechen, wollen die Wahrheit sagen. Wir wollen das tun, von dem wir wissen, es ist gut, aber manchmal aus irgendwelchen Gründen auch immer es nicht tun. Ich habe erst letztens zu einem Kumpel von mir gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben alle Informationen dieser Welt sind für uns zugänglich. So gefühlt, wir wissen, was für uns gut ist, wir wissen, was gut wäre zu tun. Das, woran es hapert, ist meistens eher die Umsetzung. Also ich weiß zum Beispiel, was ich tun muss, damit es meinem Körper gut geht, dass ich abnehme. Aber trotzdem fresse ich manchmal Fastfood. Also wir tun manchmal Dinge, von denen wir wissen, okay, sie sind nicht gut, aber ich wüsste eigentlich, wie es gut wäre, sich gesund zu ernähren. Ich glaube, es liegt manchmal eher an der Umsetzung, als an dem Wissen, was gut ist. Sucht den Frieden und jagt ihm nach. Ich glaube, auch im Unfrieden mit Menschen zu leben, ist das, was vielleicht auch am meisten uns bereut am Ende unseres Lebens. Ich glaube, auch für mich wäre es eine der schlimmsten Dinge zu wissen, jemand stirbt, in dem ich in Unfrieden war, oder ich liege im Sterben und ich habe noch irgendwelche Probleme mit anderen Menschen. Sucht den Frieden und jagt ihm nach. Zweiter Punkt, Tekel. Heute ist sehr herausfordernd. Hat dein Leben Gewicht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich manchmal schon nach dem Sinn meines Lebens. Warum bin ich hier? Hat mein Leben überhaupt einen Nutzen? Bin ich wichtig? Und diese Frage stelle ich nicht, weil ich irgendwie suizidgefährdet bin, Gott sei Dank, sondern weil mir die Antwort darauf hilft zu erkennen, wie ich gerade unterwegs bin, mit welchem Mindset, mit welchen Prioritäten. Die Antwort auf die Frage nach der Wichtigkeit, nach der Gewichtigkeit meines Lebens hängt damit zusammen, inwieweit wir in der Bestimmung Gottes für unser Leben leben. Jedes Einzelne in unserem Leben heute Morgen, das darf ich dir sagen, ist wichtig und wertvoll. Wir alle sind davon von Jesus dazu berufen, unser Umfeld positiv zu prägen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du auch den Auftrag von ihm bekommen und er hat dich fähig gemacht, diesen Auftrag auch auszuführen. Und dieser Auftrag, den lesen wir in Matthäus 28, 19, sehr bekannt, weil das so die letzten Worte Jesu sind, bevor er in den Himmel auffährt. Und er sagt zu uns, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du und ich sind von Gott selbst aufgefordert dazu, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist es, was Jüngerschaft bedeutet. Und ganz praktisch heißt das, dass wir einfach Menschen um uns herum lieben sollen, ihnen Gutes tun, ihnen erzählen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Jesus gibt Frieden, Jesus gibt Kraft, um unser Leben, um unser Jetzt zu bewältigen. Und wenn wir zu Jüngern machen, dann ist das unser ganz praktisches Leben. Das, wie du lebst, das, wie du bist, das, was du tust, ist genauso wie bei Daniel in einer gottfeindlichen Kultur, auch heute in der Kultur, die wir in Deutschland haben, die vielleicht nicht gottfeindlich ist, aber die auch Gott nicht kennt, sind wir das Licht, das leuchtet in dem Leben von anderen Menschen. Und meine persönliche Auffassung ist, wir sind noch nicht tot oder schon von Gott in den Himmel geholt worden, wie Henoch im Alten Testament entrückt worden, weil es noch einen Job zu erledigen gibt auf dieser Welt. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hey, sie müssen von uns hören, weil wir die Einzigen sind, die es ihnen sagen können, dass Jesus sie liebt und dass er einen Plan mit ihnen hat und dass das Leben hier auf diesem Jetzt, dass es endlich ist, dass unsere Tage von uns allen gezählt sind. Ohne Jesus geht es uns allen wie Belsazar. Ohne Jesus können auch wir nicht vor Gott bestehen und haben eigentlich den Tod verdient. Und doch nur weil Gott uns so sehr liebt, hat er uns seinen Sohn Jesus Christus geschickt auf diese Erde, damit er, der perfekte Mensch und Gott zugleich, am Kreuz stirbt für alles, wo wir in Gottes Augen schuldig geworden sind. Diesen Auftrag, den haben wir alle und diese Bestimmung von Gott haben wir alle. Doch darüber hinaus hat auch Gott jedem von uns, das kann ich auch dir heute Morgen zusprechen, Gaben und Fähigkeiten, Talente gegeben und hat sich damit geschaffen, mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Gaben. Und wenn wir das gut können, wenn wir das tun, was wir gut können und für Gott einsetzen, für sein Reich einsetzen, auch dann hat unser Leben einen Nutzen, ein Gewicht. Und wenn wir uns in Gottes Reich investieren, dann bedeutet das gleichzeitig auch ein Investment
in deine Kirche vor Ort. Denn Gott möchte durch Gemeinden wie unsere Ekklesia heute Morgen, wie unsere Ekklesia Göttingen, uns benutzen, um unser Umfeld positiv zu prägen und damit auch unsere Kultur zu prägen, unsere Kultur zu verändern und auch damit unser Land mit Göttingen anzufangen, aber auch unser Land zu verändern und zu prägen, indem wir feststehen in dem, was wir wissen, was wahr ist. Indem wir feststehen in dem, was wir von Gott empfangen haben. Indem wir nach seinen Maßstäben leben, nach seinen Werten leben und das in unserem Leben hochhalten. Nicht irgendwie mit anderen Menschen mit Zeigefinger kommen und sagen, so, so, so und so nicht, sondern einfach das tun, was wir wissen, was wahr ist und das umsetzen, was wir wissen, was gut ist für unser Leben. Und wenn du herausfindest, wofür dein Herz schlägt, was deine Leidenschaft ist, wo Gott dir Leidenschaft gegeben hat, Begabung gegeben hat, dann bist du ganz nah dran, deine Bestimmung zu entdecken, die Gott für dein Leben auch ganz individuell vorgesehen hat. Der dritte Punkt, auch da steckt eine Botschaft drin, die auch ich mir immer von Zeit zu Zeit stelle, ist dein Herz geteilt, ist mein Herz geteilt. Es kann sein, dass du dein Leben gut nutzt, es kann auch sein, dass ich mein Leben gut nutze, mein Leben gut lebe und auch vielleicht mal in meiner Vergangenheit einen Plan von Gott für mein Leben hatte, empfangen habe und ich wusste, okay, das mache ich auch für Gott. Aber die Frage stellt sich auch für uns heute Morgen, gehören wir ganz und gar unserem Gott? In Babylon hatten die Menschen falsche, tote Götter, die sie angebetet haben. Und in Deutschland leben wir zwar in einem christlich geprägten Land, sind aber auch da nicht davor geschützt, uns irgendwelche Götter zu machen. Denn immer dort, wo etwas wichtiger wird als Gott selbst, da ist die Gefahr real, dass wir etwas anderes zu unserem Gott machen. Vielleicht denkst du jetzt an so Sachen, die du schon mal gehört hast vielleicht, oder an klassischen Sachen, wo Menschen irgendwie daran scheitern, an Geld oder Macht oder Erfolg. Das sind alles Dinge, bei denen wir, die uns auch von Gott gegeben sein können und bei denen wir lernen dürfen, sie in gesunder Art und Weise damit umzugehen. Doch ich merke in meinem Leben, dass es auch Dinge sein können, die an sich gut sind, aber die vielleicht in übertriebener Art und Weise auch schlecht für uns sein können, für mich schlecht für mich sein können. Hey, wir glauben, Gott liebt Menschen, wir lieben Menschen als Ekklesia. Ich liebe Essen, ich liebe Fußball. Alles Dinge, die gut sind und wo auch meine Leidenschaft dafür ist. Aber auch die Frage darf sich immer wieder stellen, liebe ich einen Menschen mehr als Gott? Liebe ich Essen mehr als Gott? Oder kann ich auch mal darauf verzichten, mal fasten? Wir kennen das Daniel-Fasten vielleicht. Er hat das erfunden, wenn man so will. Liebe ich Fußball mehr als Gott? Ist mir das Wichtigere in meinem Leben, dass ich jedes Spiel gucke, nicht verpassen darf und richte ich mein Leben eigentlich nach dem Bundesligaspiel, nach der Konferenz aus oder an Gott und an dem, was er für mein Leben hat? Wir alle haben Dinge, für die wir leidenschaftlich sind, die wir lieben. Ist auch okay so, ist gut so. Aber unsere Priorität, unser wichtigster Schatz auf Erden und auch in der Ewigkeit bleibt unser Gott. Daniel ist darin unser Vorbild. Und genau wie er wollen wir Gott treu bleiben und nach seinen Werten, seinen Maßstäben und seinen Prinzipien leben, trotz einer Kultur, die Gott vielleicht nicht kennt. Wir möchten uns gleich Zeit nehmen, um in der Lobpreiszeit auf diese Predigt reagieren zu können und doch vielleicht Gott unser Leben neu einfach hinzugeben und sagen, hey Gott, du darfst entscheiden, du bist mein Gott. Ich mache dich neu zu meinem Gott, weil du es bist. Und du darfst dich auch gleich im Gebet dazu entscheiden, das kurze Gebet, das kurze Leben, das Gott dir gegeben hat, zu nutzen für seine Ehre. Es kann aber auch sein, dass du an diesem Punkt, dass du Gott dich irgendwie neu hingebst oder neu ihm irgendwelche Dinge im Gebet sagst, dass du an diesem Punkt noch gar nicht bist und noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil jetzt hast du die Gelegenheit dazu gleich, dich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden und dein Leben von ihm leiten zu lassen. Und deshalb lass uns doch als Gemeinde die Augen schließen oder auf den Boden schauen, wenn das nicht möglich ist. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dir zusprechen, Jesus liebt dich, unabhängig davon, was du getan hast oder erlebt hast. Gott lädt dich ein, dein Leben mit ihm zu leben. Ein Leben, das Gewicht hat und das sich mit Frieden, Freude und Hoffnung erfüllt. Und wenn du dein Leben mit Jesus beginnen möchtest, im Jetzt, dann heb doch deine Hand jetzt als Zeichen für deine Entscheidung. Dann sieht Gott deine Hand, auch ich sehe deine Hand. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß dann, du bist da, ich kann von hier aus für dich beten. Und wir als ganze Gemeinde, wir beten jetzt und du kannst sehr gerne dich mit ins Gebet mit einklinken, wenn wir das Gebet jetzt sprechen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst.
bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auch verstanden bist und lebst. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du allein sollst mein König sein. Erfülle mein Herz jetzt mit deiner Liebe. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Vielen Dank. Wenn du dich für Leben mit Jesus entschieden hast, dann komm sehr, sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Du kannst auch gerne ans Kreuz gehen, zum Gebetsteam, das dann dort auf dich warten wird. Und dann kannst du deine Entscheidung für Jesus festmachen.